Das hab ich ja gar nicht wirklich geguckt. Was für ein Schock wir fahren. Also, PS und so. Irgendwas fahren wir garantiert. Jo, dann würde ich sagen, denn man. Ups, dann mal los, ne? Oh. Ist hier eine Bordsteinkante? Das heißt, wir dürfen diesmal sogar ein bisschen Autobahn fahren. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Na, immerhin mal wieder was Neues. Ich habe das Gefühl, das Mikrofon näher zu stellen, war keine gute Idee, weil ich jetzt doch schon sehr stark im roten Bereich bin. Ah, dann fixieren wir das mal gleich. Wie viele Tonnen waren das nochmal gleich? 33 Tonnen, okay. Das ist natürlich schon ordentlich, was nach Göteborg geht. 33 Tonnen Hering, ja gut. Da kriege ich schon glatt wieder Hunger. Das Gewicht. Göteborg geradeaus auf der E6, glaube ich. Ne? War das die E6? Ich habe nicht mehr ganz das richtig lesen können. E6 passt. Kam auf dieser Strecke eine Maut? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ja, never mind. Auf dieser Strecke kam, glaube ich, eine Maut, aber die waren auf der anderen Seite, wenn ich recht entsinne. Oder auf beiden Seiten? Sieht doch noch beidseitig aus. Okay, ich hab's gesagt. Das ist schon mal gut. Ich habe befürchtet, dass wir noch langsamer werden müssen. Muss ich überholen? Nicht wirklich. Dafür bin ich einfach zu schwer. Und hat wahrscheinlich nicht genügend Feuer unter mir drin.
will nicht mit dem Tempomat hinterher zu fahren. Längere Zeit nicht vorbei, das heißt jetzt einfach mal Tempo mal 78. Und hoffen, dass gleich ein Bär kommt. Keine Lust, wieder deutlich abzubremsen. Es geht jetzt mittlerweile in der nächsten Zeit mehr bergauf oder mehr gerade Strecke, als es bergab geht. Ja, es geht bergab auch nicht toll. Zumindest kurz. Noch eine Maut, wie ich sehe. Stimmt, wir sind in Osto gestartet, ne? Na gut. Das ist, glaube ich, klar, dass es dort mehrere Mautstellen gibt. Einfach um Geld für die Instandsetzung der ganzen Straßen zu bekommen. Gas geben auf 80. 186 Kilometer haben wir noch. Jetzt geht's nach Schweden rein, okay. Sehr viel Maut gerade, muss ich ja schon sagen, wobei wir halt nicht durch müssen. Das ist jetzt in diesem Fall nur auf der linken Seite. Chance haben zu überholen. Da ist gerade kaum jemand in die Überholspur. Okay, nur mal von einer. Ja gut, my bad. Nichtsdestotrotz, Übung, wenn ich das einfach mal. Ich meine, da macht er ähnlich wieder direkt Platz. Direkt, aber in gewissen Zeitpunkt macht er direkt Platz. Sollte er eigentlich. Da meint. Ah, nicht. No.
noch rechtzeitig, bevor es bergauf geht und wir wieder Probleme haben, das Tempo zu halten. Komm, schneller, schneller, schneller. Ah, ich komme da glaube ich nicht rein, ne? Moment. Da ist noch was dabei. Oh. Oh Gott, die sind auch langsam hier. Oder kommt man da nur so vor? Weiter. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass dieses pünktlich sein, also im erwarteten Bereich sein, sag ich mal, dass da ein potenzielles Warten, um in den Bereich zu kommen, wahrscheinlich erst passieren wird, wenn wir einen eigenen LKW haben. Wo die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist. Aber gut, das werden wir dann ja in Staffel 3 sehen von ETS 2, beziehungsweise Staffel 4 und 5 von American Truck Simulator. Ja, wenn es die Stelle ist, an die ich gerade denke, dann kommt glaube ich noch gleich eine Mautstelle, oder? Oh. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir ein paar Minuten, bis wir oben sind. Okay, dann halt nicht. Ich glaube, ich sollte mich nicht daran erinnern, bevor ich nicht überall gewesen bin. Schön, dass wir beide abbiegen wollten. Hier ist Volvo, okay. Hier sind wir.
runter auf 30. Ja. Noch geschafft, nochmal gleich um die Ecke, gleich um die Kurve. Ein paar Mal abbiegen und bei dort. Ich sag dazu nichts. Er ist auch mal in Göteborg. Oh. Erstmal geht das Licht aus. Schön. So rum, wie war das rum? Was auch immer. Ich nehme es an. Ausgezeichnet. Hering von Ostern nach Köderburg geliefert. Gefahren 313 Kilometer, 5 Stunden, 12 Minuten, 185 Liter verbraucht. 5883 abzüglich von 660. Glaube ich. Und 411 Erfahrungspunkte, heißt, wir sind ein weiteres Level. Und dennoch gehen wir auf zerbrechliche Fracht und bekommen dadurch, Glas, Elektrogeräte oder empfindliche Maschinen transportieren mit jetzt plus 5% höhere Vergütung für das Ausliefern von zerbrechlicher Fracht und 22% Erfahrungspunkte.